Nimmt uns Carlos Kraftwerk. Okay, dann gehen wir direkt mal voran. Dann wollte noch ein bisschen weiterkommen. Die hält uns keiner auf. Okay. Wer bist du? Ah, da hält uns jemand auf. Wer in aller Welt? Wer bist du? Sag mir endlich mal, wer du bist. Sag mir jetzt deinen Namen. Und befugt haben hier nichts zu suchen. Team Flair, bitte fordere dich heraus. Flair Rüpel, eine Herausforderung von Team Flair Rüpel. Zu Orix. Okay, zwei hat er. Zwei Pokémon hat er. Okay, das sieht ja ziemlich leer aus. Das heißt, werden wir uns heute nicht lange aufhalten. So schaut's aus. Durchbruch. Okay, da. Das beeindruckt Relaxo jetzt nicht wirklich. Den kriegen wir besiegt. Na komm, Relaxo, Body Slam. Das ist die einzige Attacke, die ich irgendwie mit Relaxo einsetze. So, Zorix besiegt. Da war es noch eins. Ein Trainer-Pokémon. Übrig bleibend. Na komm. Die Bunkel. Los, Body Slam. So, Attacke. Das war ja sehr effektiv. So. Angriff von Zwergina sinkt. Body Slam. Na komm, mach's alle. So, ein paar Erfahrungspunkte. Noch kein neues Level. Zum Flair Rüpel besiegt. Ja, von einem Rüpel kriegt man auch jetzt nicht so die Erfahrungspunkte für ein neues Level. Das Fangfee gewinnt 1280 Pokémon Dollar. Geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Flair Rüpel Nummer 2 in diesem Part hervor. Wer in einer Welt bist du? Wir zapfen hier den Strom von Illumina City an. Stören Friede können uns gestohlen bleiben. Ich gehe aber mal weiter. Hier rein vielleicht. Aha. Du willst uns also helfen. Wie denn? Du bist doch bloß ein Kind. Das kann ich wohl nicht mehr hören in diesem Spiel. Du bist so klein. Du bist noch ein Kind. Diese Gauner von Team Flair stellen den Strom, den wir von hier nach Illumina City liefern. Ich kann euch doch trotzdem helfen, das ist doch kein Argument. Kaum zu fassen, dass mit der weltraumgestützten Lichtenergiegewinnung gerade das hochmoderne Glanzstück unserer Technologie in den Händen dieser rätselhaften Gesellen geraten musste. Aha, der Wissenschaftler vom Dienst. Wie wäre es mit ein wenig Tafelwasser? Normalerweise kostet die Flasche 200 Pokédonner, doch dir verkaufe ich sie für 300 Pokédonner. Nein, danke. In wissenschaftlich schwierigen Zeiten, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, diesen muss ihm ja selbst sehen, wo er bleibt. Aber für 100 Pokédonner mehr. Ich wollte mich hier verstecken, doch nun stecke ich fest. Tja, da können wir dir wirklich nicht bei helfen. Dieses verdammte Team Flair. Damit verdanken wir diese Energie durch einzig die Hilfe der Pokémon und unserer hochmodernen Technologie. Hier haben wir noch ein Item. Blitztafel, nehme ich gerne mit. Schade tut es nicht, das mitzunehmen. Haben wir den Raum mal erkundet. Dann geht es hier direkt weiter. Ums Eck. Da ist gleich der nächste Rüpel. Für wen hältst du dich eigentlich nur, mit diesem Pokémon hereinzuspazieren? Nimmst du Team Flair etwa nicht ernst? Nicht wirklich. Also wenn ich ehrlich sein soll, nee, eigentlich gar nicht. Mit euren Pokémon und euren Trainern, also bisher hat noch nie jemand mir wirklich so richtig die Stirn bieten können. Oh Mann, jetzt habe ich die falsche Attacke eingesetzt. Na gut, die falsche Attacke. Erholung. Kann man sich ein bisschen erholen, regenerieren. Auch nicht schlecht. So, jetzt Body Slam.
Schlammbombe. Wach auf. Schläft er. Sie. Weibliches Relaxo. Na komm, wach auf. Jetzt habe ich einen Schlafzustand verpasst. So ein Mist. Ja gut, aber er hält sich. Na komm, aufgewacht. Das ist jetzt denkbar ungünstig. Setz die Attacke ab. Okay. Na komm. Angeberei. Deine Angeberei wird dir nichts bringen. Es wird dir nichts nutzen. Du nichts nutzt. Attacke. Na, sehr gut. Eins hat er noch, oder? Level 30 für Virginia. So. Golbat. Naja, das kriegen wir auch noch. Das kriegen wir auch noch besiegt. Los, Virginia. Na komm. Body Slam. Und fährt sie einfach ab. Ist wohl nicht so genau die Attacke hier. Ist wohl nicht die genaueste Attacke. Initiativ wird krank. Das habe ich schon gelernt. Von der Slam auch, was habe ich gelernt in seinem Pokémon Omega Rubin. Und nee, Alpha Saphir spielt er gerade. Alpha Saphir, Saphir Let's Play. So ein bisschen was kriegt man da auch mit. Doch mit. Na komm, fast besiegt hier. Hat sich vor Verwirrung selbst besiegt. Ja. Gut, was soll man dazu noch sagen? Doch Geno ist dran. Wie wär's denn mal mit Blut? Damit wir den Rüpel hier mal endlich besiegt kriegen. Das ist doch, der Kampf dauert hier schon viel zu lange an. Das ist jetzt dafür, dass das nur ein einfacher Rüpel ist. Nur doch hier. Das kann doch hier nicht die Ursache sein. Na komm, schon wieder verwirrt. Ach, hier ist doch jetzt alles ein Haufen Unfähiger. Das ist doch hier. Na komm. Das ist wenigstens mal Verbrennung. Was, woran liegt's denn hier? Na komm, Glut. Setz doch mal ein hier. Meine Fräse. Und dann bringt es auch noch nichts. Das nächste Pokémon besiegt. Ich lasse mich jetzt hier noch von einem da ich mich verschluckt. An meinen eigenen Worten. So unglaublich war ich. Lass mich jetzt hier von meinem. Lass mich tatsächlich von Rocket Rüpel besiegen. Das gibt's ja nicht. Okay, Tiefschlag war nicht so effektiv. Ich probiere Lars Attack noch ein bisschen aus. Das ist jetzt hier ein bisschen. Ich muss hier noch herausfinden, was jetzt hier effektiv ist. Vielleicht tut's das hier. Keine Effektivität. Das ist doch hier unmöglich. Das ist doch hier das. Skandalös. Das ist doch. Das kann doch hier nicht. So darf dieser Part doch nicht enden. Okay, Golbat hat die Verbannung besiegt. Das ist doch hier. Puh. Ratterich Level 34. Ein skandalöser Kampf. Oh nein, ich habe gegen ein Kind verloren. Das war's dann wohl mit meinem Flair. Zwangfee gewinnt 1320 Pokémon. Ne? Geht's irgendwie siegreich aus dem Kampf gegen den Flair-Rüppel hervor. Und weiter voran geht's. Durch die nächste Tür. Oha. Ah, da kommt schon der nächste gleich. Nein, Drinling. Na warte, Mädchen. Dich werde ich in die Schranke weisen. Das könnte fast stimmen. So wie wir uns im letzten Kampf gegeben haben. Nun wird er mich tatsächlich in die Schranke weisen. Auch mal nicht mit seinem einen Pokémon. Los, Noah. Noah ist dran. So. Mega-Entwicklung, machen wir es mit Power. Kommen wir ordentlich rein. Wir lassen uns auch noch episch aussehen. Na komm, Attacke. Steigerungshieb. Na ordentlich, das macht's doch wieder gut. Das macht's doch den letzten Kampf wieder gut.
Das ist doch jemals mal was. So möchte ich sehen. So muss das sein. Wenn ich jemand in die Schranken gewiesen wurde, klarer Fall, dann ich. Und das nicht zu knapp. Es waren für übrigens 1360 Pokémon-Dollar, die sich größten Kampf gegen den Kimflair-Rüppel hervor. Dann weiß ich dich eben in die Schranken, indem ich hier stehen bleibe. Okay. Dann gehe ich halt hier rum. Der nächste Rüppel. Dieses Chaos ist eine willkommene Abwechslung. Wenn ich das hier überstehe, wachse ich an Erfahrung. Tja, jetzt muss ich hier die ganzen Rüpel nacheinander besiegen. Die bewachen hier den Energiekern, wie es ausschaut. Los, Noah. Es wird wirklich ein chaotischer Part hier. Erstmal eine falsche Titel gesucht, dort vorne. Ein Kraftwerk nach dem Kraftwerkpass. Habe ich nicht richtig zugehört. Und dann hier der Kampf eben gerade. Ja gut, es sind hier heute keine Glanzleistung in diesem Part. Nicht der tollste Part, aber Lucario rockt das Ganze wieder. Der macht das Ganze wieder gut. Eine Attacke lernen. Ego-Trip. Okay, was haben wir hier? Was bringt das? Nichts bringt das. Brauchen wir nicht abbrechen. Soll eine andere Attacke durch Ego-Trip ersetzt werden? Wir können die Attacken behalten. Auf dem Ego-Trip zu erlernen? Ja. So. Ein Golbat. Ich kämpfe natürlich weiter. In meinen letzten zwei überlebenden Pokémon. So, Steigerungshieb. Mega Lucario, Steigerungshieb. Oh wei. Das hat's nicht ganz so viel gebracht wie beim letzten. Heißt du ich? Na komm, wie wär's denn mit Knochenatz? Hat keine Wirkung. Na wirklich. Das begeistert mich doch. Na dann, Steigerungssieb bleibt uns nichts anderes übrig. Ein paar Mal müssen wir es wohl einsetzen. So, dann gegen den Golbat werden wir doch über den Weichen aushalten. So, Meganoa. Steigerungssieb. Das Meganoa. So sieht's aus. Erfahrungspunkte. Und Rüpel besiegt. Das ist das Chaos in Person. Du bist das Chaos in Person. Und ich nur ein armer Chaot. Sven Fee gewinnt 1280 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Flair-Rüppel hervor. Gut, und weiter geht's. Da wird gleich der nächste auf uns. Nimmt hier gar kein Ende. Coole Sonnenbrille. Gelle. Na, neidisch. Tja, hab ich gehabt. Die bleibt schon bei mir. Und es sagt heutzutage noch, gell? Hab ich sogar falsch vorgelesen. So, Herausforderung von Rocket Rüppel. Den Flair-Rüppel. So, los, Lucario. Steigerungssieb. Mach's jetzt mal ohne Weiterentwicklung. Das ist jetzt nicht wert. Ohne Mega-Entwicklung, meine ich. Gut, jetzt sollten wir es doch mal wagen. Tut das die Attacken ein bisschen verstärken oder wie sieht das aus? Ich muss ja gleich mal vergleichen. Na komm, hau rein. Ja, ich glaube, das ist entweder war der letzte Treffer ein bisschen daneben. Und das hat wirklich, es verstärkt wirklich die Attacken ein bisschen. Du jetzt mit Lucario, wenn du was jetzt nicht mehr weit schaffen. Aber ein bisschen was können wir schon noch tun. Konfustrahl. Na toll, verwirrt das jetzt auch noch. Der Noah ist verwirrt. Na dann. Steigerungssieb. Mach's alle. Ich meinte jetzt nicht das Golbat, ich meinte Noah. Endlich. Das. Ja gut. Das war jetzt falsch rum. So, Ratte. Unsere letzte Hoffnung ist Ratte. In der Ratte unsere letzte Hoffnung. Eigentlich ein Labras.
Sternschauer. Gut, na komm, jetzt mach's Anna. So, Göbert liegt. Heute einige Kämpfe hier im Part. Nächstes Pokémon, Magnarium. Na komm, das ging auch mit Eisstrahl kalt. Das machen auch kalt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na komm, halt durch. Du musst jetzt durchhalten, du bist mein letztes lebendes Pokémon. Na komm, Ratte. Eisstrahl. So, mach's alle. Eingefroren. Kryokonserviert. So. Besiegt. Mir wird schwarz vor Augen. Das muss an der Sonnenbrille liegen. Die ist aber rot. Zwingfried gewinnt 1280 Pokémon-Dollar. Wird siegreich aus dem Kampf gegen Team Flair-Rübel mit der roten Sonnenbrille hervor. Gut, dann gehen wir weiter. Da kommt doch gleich bestimmt noch ein Trainer. Vielleicht sollten wir mal unser Team heilen. So, das Team mal mit Tränken ein wenig aufgeputscht. Und weiter geht's. Noch nicht in der Mitte. Ach du Schande. Flair, Flair, ein Sieg muss her. Okay. Ein Pokémon hat da Herausforderung von Team Flair, bitte. Verspreche ich immer noch. So. Los, Nitro-Ladung. Attacke. Zugabe. So, Nitro-Ladung. Die Zugabe kannst du haben. Das haut jetzt nicht wirklich rein. Aber gut. Na komm, das kriegen wir doch. Platz. Markus, was ist los? Psychoschock. Kann keine andere Attacke als Nitro dann noch einsetzen. Na, großartig. Da zieht sich der Kampf hier also hin. Zieht sich in die Länge. Ist ein bisschen ungekonnt hier heute. Ist ein bisschen schwach. Schwache Leistung. Da bin ich nicht ganz zufrieden mit. Aber was soll's. Na komm, hier. Nitro-Ladung. Mach was mit Nitro-Ladung, Alter. Kannst du deine Zugabe haben. Kannst du kriegen. Na komm. Markus, was besiegst? Na komm, Nitro-Ladung. Knappe Sache. Hat Markus doch noch am Ende alleine geschafft. Das gibt doch jetzt ein paar Erfahrungspunkte. Das muss doch wert sein. Level 35. Sehr gut. Papagino erreicht Level 35. Ja, Lars erreicht Level 28. Lars versucht Schlammbombe zu erlernen. Von mir aus. Ich glaube, das können wir machen. Oder? Ja, vielleicht. Die Sandgrab. Schupp. Sandgrab und Schlammbombe. Ganz viele neue Levels. So, dann haben wir Flair besiegt, Team Flair-Rüppel. Ja, Flair haben wir noch nicht besiegt, das Team noch nicht. Flair, Flair, Flair! Geht siegreich aus dem Kampf hervor. Was nanu? Papageno entwickelt sich. Oh, eine Entwicklung hier im heutigen Part. Hätte ich schon fast gedacht, dass das kommen muss. Na, wie sieht meine Entwicklung aus? Aha. Glückwunsch, dein Papageno wurde zu einem Fiaro. Noch keine Entwicklung für unseren Starter-Pokémon. Ja. Ein nächster Rüpel.
worauf ich jetzt Lust hätte, dein Pokémon-Team so richtig fertig zu machen. Gut, dann mach mal. Viel Glück dir dabei. Team Flareable Kyopana. Zwei Pokémon hat's wieder. Wir kämpfen uns hier heute durch. Ich mach das Team Rocket, Team Flare. Ich weiß nicht, warum ich das verwechsle. Machen wir heute fertig. Nicht mit Markus, der ist jetzt besiegt, aber mit den anderen Mitgliedern. Vielleicht mal mit dem gerade entwickelten Papageno. Ein größerer Vogel. Los, Glut, ist der einzige Feuerwerk, die er gerade noch kann. Das wird sich hoffentlich bald ändern jetzt mit der Entwicklung. Wird der Feuervogel vielleicht ein paar stärkere Feuerattacken erlernen. Achso, ja, dann Schnabel. Dann halt Schnabel. Halt den Schnabel. So. Na komm, nochmal Schnabel, dann haben wir es hier. Dann kann ich zweimal einsetzen. Das gibt's doch hier nicht. Dann halt hoch zu Keep. Na komm, mach's alle. Jo, der letzte Zug. Hat's erledigt. Kyopana besiegt. Ein paar Erfahrungspunkte. Ein Schluck weg. Weiter kämpfen. Er muss wohl mit deinem Fiaro mit aufs Thumbnail drauf. Diktrion zu Fiaro haben wir hier noch. In dem Part. Mal schauen, ob ich das irgendwie mit aufs Thumbnail drauf kriege. Schnabel. Jetzt können wir wieder Schnabel einsetzen. Vielleicht wieder gut. Oh, jetzt wird das hier wieder. Ich gerade sagen, jetzt wird es auch. Jetzt wird es wieder zäh. Das tut ihm doch nicht wirklich weh. Jetzt ist Papageno vergiftet. Gut. Vielleicht sollten wir mal das Pokémon tauschen. Vielleicht kann Ratte da ein bisschen mehr ausrichten. Komm zurück. Der Pokémon zurück. Los, Ratte. Na komm. So, Eisstrahl. Versuchen wir es mal damit. Den Steinplatz eineisen. Nicht sehr effektiv. Wirklich nicht sehr effektiv. So. Na komm. Vergiftet ist er. Aquavelle. Versuchen wir es das mal. Ein bisschen verzweifelt jetzt hier ausprobieren. Ist auch nicht sehr effektiv. Ziehen sich hier heute hin die Kämpfer. Da werden wohl noch ein, zwei auf uns warten. Surfer. Na komm. Warum ich nicht Body Slam einsetze, ist immer ein Rätsel. Aber gut. Wenn wir wohl gleich machen. Hat der Gimmel jetzt Body Slam eingesetzt. Sah fast so aus. So, Body Slam. Kenn ich auch. Ja komm. Body Slam. Bats. Gut, das ist nicht ganz so effektiv. Body Slam. Body Slam Fight. Away. Away. Nein, verdammt. Ratte besiegt. Ratte tapfer gekämpft. Wir werden eigentlich einen Radikal mit ins Team nehmen müssen. Und das dann Ratte nennen können. Das wäre dann noch passender gewesen, aber gut. Na komm, Tiefschlag. Fehlgeschlagen. Und so endet es auch. Zugabe. Jetzt Zugabe. Ah, na toll. Kann kein anderer Tag außer Tiefschlag. Na, gute Nacht. Ja. Na komm. Ich kenne kein dieses Griff. Pokémon wechseln. Noah. Na komm, dann können wir auch mit Noah einsetzen. Das ist doch Zugabe ein Geschenk. Thank you.
So, und da kommt Mega-Entwicklung. Los geht's. Und Steigungshieb. Na komm, jetzt will ich ja Power sehen. Jetzt will ich Mega-Hieb sehen, Steigungshieb. Na komm, Steigungshieb. Attacke. Das war jetzt nicht so beeindruckend, aber wir haben es geschafft. Wir haben es bewegt. Erfahrungspunkte. Na komm. Den Flerkübel besiegt. So schwer ist es doch nicht. Du hast, du Einfallspinsel, hast meine Pokémon wehgetan. Zum Weg gewinnst 1320 Pokémon und gesichtreichst im Kampf gegen Team Flerkübel hervor. Einen weiteren Team Flerkübel. Wir wimmelt hier nur so von Team Flerkübeln. Das ist gleich der nächste. So, gerade mal ein bisschen Gegengift, Tränke und Beleber eingesetzt. Der nächste. Hier lasse ich dich auf keinen Fall vorbei. Das verbietet mir mein Stolz. Was für ein Stolz. Als ob du noch irgendwelche Spuren von Stolz hättest. Drei Pokémon. Eine Herausforderung von Team Flerkübel. Die Bunkel wird eingesetzt. Los, Markus. Na komm. Ist halt wirklich, ist gerade wirklich nicht so eine tolle Aufnahme. Leute, das ist, ich tue mich halt ein bisschen. Ja. Ich war schon am Anfang des Parts angeschlagen. Das ist jetzt hier ein bisschen. Ja. Die nächsten Parts werden wieder besser. Die Bunkel besiegt. Da waren es nur noch zwei. Das hat Markus gerade auch so hingekriegt. Zorix, na komm, den kriegen wir jetzt auch noch hin. Kriegst Markus auch noch besiegt. Na komm, Nitro-Ladung. Ist hier die beste Attacke. Die AP sind hier gleich alle. Gehen gleich flöten. Na komm, neunmal können wir es noch einsetzen. Das wird vielleicht noch reichen. Für den Kampf. Ist vielleicht dann auch der letzte Rübe hier. Bevor wir zum Reaktorkern kommen. So, Nachriss, den müssen wir auch mal wieder ein bisschen trainieren. Intensität, das können wir auch mal ausprobieren, haben wir noch nicht gemacht. Da wackelt der Boden. Sehr gut. Hat gleich gewirkt. Dieses war der zweite Streich und der dritte folgt so gleich. Mit 29. So, Kleopatra, die haben wir auch schon besiegt. Die können wir doch schon mit aus. Intensität, na komm, hau rein. Mach's kaputt. Ja gut, dann mach's kaputt, hab ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, aber... Ja. Na komm. Intensität 6. Na komm, durchhalten. Jetzt nochmal Dampfwalzer. Das dürfen wir doch hinkriegen. Dürfte es doch gewesen sein. Was voller Bodenpower besiegt. Das Team. Und den Rüpel. Aber geh nur recht Level 36. Sehr gut, nur recht Level 38. Team Flair besiegt. Team Flair Rüpel. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mein Stolz kann mir keiner nehmen. Sylvie gewinnt 1240 Pokémon-Dollar und den Stolz von Team Rocket, von Team Flair Rüpel und geht sich aus dem Kampf hervor. So, hier, sieht doch schon gut aus hier. Da geht's hier gleich zur Sache. Ich speichere hier mal kurz zwischen. Da geht's hier gleich wirklich richtig zur Sache. Na, ich glaube, ich brauche erstmal eine Aufnahmepause, Ende des Parts, keine Ahnung. Ich bin jetzt erstmal weg. Ja, da mich nach oben lassen, aber da ihr neu seid.
Ja. Bis gleich oder bis zum nächsten Part.